Ich sorge dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Ganz sicher. Also ja, das ist schon mal eine schöne Begrüßung. Das Erste, was sie machen wollen, ist einen zur Arbeit rekrutieren. Also zur Zwangsarbeit. Komm, steh auf. Dem klauen wir die Waffe. Ah, Mist. Und der pfeift sich gleich Heiltränke rein. Nee, hier hauen wir erstmal ab. Also der Typ, der uns zur Arbeit zwingen wollte, den haben wir erwischt. Aber dieser andere hat uns dann erwischt. Das sollte aber erstmal reichen, dass wir hier nicht Wasser schleppen müssen. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Ha. Also das alte Lager ruht sich auf den Schultern der Butler aus. Und ihr ruht euch auf den Schultern von den Reisarbeitern da aus, oder? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Oh. Okay. Also die Typen, die wir am Anfang getroffen haben, waren dann wahrscheinlich die Banditen und nicht die Söldner. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Aha, die kippen ihr Erz in ein Loch rein? Oh weia. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Pass auf deinen Rücken auf. Ha, also Ausbruchsversuch hin oder her. Das klingt wirklich ziemlich gefährlich. Die wissen besser, was sie davor haben. Aber wenigstens versuchen sie was. Ich meine, die Sektenleute wollen zwar auch raus, aber halt nur mit Hilfe ihres Gottes. Das ist ziemlich dubios, das Ganze. Also soweit ein, zwei negative Eindrücke, also der Schlägertrupp am Anfang und die Sklavenarbeit, aber der Rest klingt gut. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Ein Lurker. Ha, wir haben gelernt, die zu häuten. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. So, auf der anderen Seite von dem See. Ach, und hier ist die Taverne in dem See, die Mordred erwähnt hatte. Na gut, aber mit dem Lurker anlegen, jetzt sofort? Nee, lass erstmal das Lager zu Ende angucken.
Und den riesigen Erzhaufen. Der soll ja genau in der Mitte sein. Das machen wir nochmal als allererstes. Oh, so eine ganz schön große Höhle. Und die Hütten sehen ein bisschen stabiler aus als die im alten Lager. Das waren ja nur so eine gammelige Holzhütten. Oh, und er wird einer der Wassermagier sein. Wow, alles Erz. Ha, da ist ein Gang. Na gut, aber wir sollten uns nicht zu auffällig verhalten und zu lange auf das Erz stieren. Könnte unsere Glaubwürdigkeit untergraben. Na gut, mit Blick auf den Erzhaufen speichern wir erstmal ab. Und wir sind bei LP 14. So viel schönes Erz. Aber ja, wir sollten das echt nicht zu lange angucken. Schauen wir uns hier erstmal um. Also, es gibt die Banditen und es gibt die Söldner. Jetzt ist die Frage, ob wir uns direkt den Söldnern anschließen können oder ob wir zuerst Bandit werden müssen. Aber hören wir uns einfach mal um. Und wir müssen ja noch nach Cypher suchen. Was ist mit dir? Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Tagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Oh, das trifft sich doch super. Wir haben hier so 100 Sumpfkraut, die wir loswerden wollen. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ah, okay. Dem Schnaps verfallen oder dem Kraut verfallen? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber ich denke mal eher der Schnaps. Aber er ist nicht der, an dem wir das verkaufen können. Na gut, helfen wir ihm trotzdem. Vielleicht kann er ja ein gutes Wort für uns einlegen. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Khor Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Khor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Nee, die Zauberspruchrolle klingt schon sehr interessant, weil damit könnten wir den letzten Baal im Sumpflager beeindrucken. Na gut. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Dann wollen wir mal die Geschenke verteilen gehen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. 10 Erz? Und das ist wirklich Sumpfkraut und nicht irgendwas Gedrehtes. Davon haben wir 100 Stück. Das sind 1000 Erz. Aha, wenn wir es so direkt verkaufen. Das heißt, der Zwischenhändler wird wahrscheinlich weniger geben. Aber vielleicht können wir hier alles selber loswerden. Das müssen wir gucken. Erstmal verteilen wir jetzt die 10 Proben.
Und wir gehen einfach hier außen einmal rum, dann müssten wir die schnell genug loswerden. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. So, wir könnten jetzt hier unten rum oder da. Was machen denn die Bogenschützen da? Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Huh, das trifft sich, ja. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Das ist doch mal nett. Wollt ihr dafür ein bisschen Kraut haben? Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez Leuten Laris zu nahe kommt. Hä? Lee ist doch der Anführer von den Söldnern. Warum sollte der Ärger mit den Banditen haben? Alles komisch. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Bevor wir mit ihm sprechen, sollten wir uns den Ring nochmal kurz angucken. Ein Geschicklichkeitsring. Na gut, Geschicklichkeit ist für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Wir sind ja eher Nahkämpfer. Also gut, den Ring können wir loswerden. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Also, wir wissen noch nicht, ob wir uns anschließen wollen, aber wir sagen es jetzt einfach erstmal, wie in den anderen Lagern ja auch, um erstmal einen Fuß in der Tür zu haben und ein bisschen hier zu arbeiten. Und dann können wir uns entscheiden. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Ja, die plant bestimmt irgend so einem Kräuterdieb den Kopf abzuhacken. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ah, schön. Bisher hatten wir noch keinen anderen Lehrer außer Diego. Und wenn wir dem alten Lager den Rücken zukehren, dann wäre das nicht so toll gewesen. Aber wir haben momentan keine Lernpunkte über. Naja, später. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Oh weia. Noch mehr Kraut. Baal Isidro war der, der dem Schnaps verfallen ist, ne? Na gut, das müsste jetzt nicht so schwer sein. Den machen wir einfach betrunken und ziehen ihm das ab. Oder verprügeln ihn. Aber dann haben wir noch mehr Kraut. Wie gesagt, jetzt haben wir die 10, die wir verteilen müssen. Wir haben unsere 100. Und dann wird er nochmal so 40 Stück haben. Oh. Na gut, wir werden sehr viel rumlaufen und sehr viel verteilen müssen. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Na gut, hier haben wir erstmal genug getan. Verteilen wir weiter unser Kraut und dann können wir mal nach Mordrak schauen und dem Baal Isidro in der Taverne.